Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. Und übrigens, wer einen Fehler bei meiner Aussprache von Black Mirror findet, kann sie gerne behalten. Kann sie behalten. Kann ihn behalten. Was gucken wir erstmal? Flaschen gucken. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Menge Alkohol aus. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass fast alle Flaschen leer sind. Würde mich nicht wundern, wenn Tom sein eigener bester Kunde wäre. Hauptsächlich englische, schottische und irische Spezialitäten. Whisky, Gin und solche Sachen. Wenn ich mich recht erinnere, wurde Dart hier in England erfunden. Oder war es Irland? Die Briten scheinen ein Talent dafür zu haben, sich Spiele und Sportarten auszudenken. Golf, Billard, Fußball, Dart und diese ganzen seltsamen Pferdesportarten. Neue Biergläser an. Ich bin zwar kein Bierglasexperte, aber diese Gläser sehen nicht gerade britisch aus. Auf Bildern vom Oktoberfest in München habe ich solche Gläser öfter gesehen. Wahrscheinlich trinkt Tom gerne deutsches Bier und schenkt das auch stilecht aus. Ein voller Aschenbecher. Tom hat außer Trinken wohl noch ein anderes Hobby. Rauchen, ganz klar. Haben wir ein paar Fotos? Fotos von berühmten Persönlichkeiten, die diesen Pub besucht haben. Beeindruckend. Sogar der Bürgermeister war schon hier. Ohne Karte. Eine Karte der Umgebung. Anscheinend wurden auch hier die Orte markiert, an denen die Morde stattfanden. Reden wir mal erstmal mit dem Touristenpärchen. Haben Sie noch etwas Interessantes gesehen? Ja, wir durften uns heute das Schloss ansehen. Das war echt super, total gruselig, das Gemäuer. Aber noch viel besser war das Chili, das wir gegessen haben. Das war das Leckerste, was ich je gegessen habe. Allein dafür hat sich die Reise gelohnt. Oh, das sollte ich wohl auch mal probieren. Haben Sie denn den Geist gesehen? Geister gibt es nicht. Wir haben das Schloss gründlich untersucht. Den Garten zumindest. Keine Geister. Dachte ich mir schon. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Bobby. Und Tom, anstatt hinter der Theke zu stehen, sitzt er da. Geil. Guten Abend, Bobby. Hi, Darren. Hast du schon mal Samuels Geist gesehen? Nein. Und ich will ihn auch nicht sehen. Alle sagen, er ist böse und dass er schwarze Augen hat und ein ganz gruseliges Gesicht. Tom sagt, ich bin ein Angsthase, aber ich gehe da trotzdem nicht hin. Samuel ist böse. Ich verstehe. Ich gehe dann mal. Man sieht sich. Aber ich wollte Bis noch... bald, Darren. Jetzt steht er auf. Ich wollte noch mit Tom reden. Ich verspüre kein Bedürfnis, mich mit dem Kerl zu unterhalten. Ach so, okay. Gut. Im Moment weiß ich nichts, was... Dann gehen wir halt zurück zum Hotel. Ich habe hier nichts mehr. Oh, hallo Miss Valley. So schnell sieht man sich wieder. Darren! Schön, dich... Ja, wer hätte das gedacht? Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich? Ja. Wieso? Wieso nicht, meine ich? Sie wirken etwas nervös. Ach nein. Ich habe nur mit Murray über... Oh, ich sehe wohl einfach nur Gespenster. Es sind nur die 12 Jahre, verstehen Sie? Nein. Wie könnten Sie auch? Sie sind ja nicht... Sie, ich meine... Alle 12 Jahre passieren grausige Dinge hier.
Im Ort, im Schloss, im Wald. Grausige Dinge. Ach, die Arme. Miss Valley, kann ich ihn vielleicht irgendwie... Ach nein, dann entschuldigen Sie bitte. Es ist nur viel passiert in letzter Zeit und ich dachte schon... Ich dachte... Oh, egal. Was dachten Sie? Und was hat es mit diesem 12-Jahres-Rhythmus auf sich? Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Glücklicherweise. Ich muss weiter. Miss Valley, ich... Bisschen eigenartig, die Frau. Was stimmt mit der nicht? Sie scheint ernsthafte Probleme zu haben, die Gute. Aber die habe ich auch. Noch immer keine Spur von Angelina. Vielleicht kommt mir heute Nacht eine zündende Idee. Guten Abend, Murray. Was haben Sie da? Einen Brief für Ihre Freundin. Einen Brief für Angelina? Unwahrscheinlich. Wer wusste schon, dass sie hier war? So steht es aber hier. Miss Angelina Morgan, Gordon's Palace. Der Brief wurde hier ganz in der Nähe aufgegeben. Gestern vermutlich. Geben Sie mir den Brief? Er könnte wichtig sein. Das glaube ich auch. Für Miss Morgan. Geben Sie mir den verdammten Brief! Ich muss... Sie müssen sich zügeln, junger Mann. Dieser Brief ist an Miss Morgan adressiert. Und ich werde das Postgeheimnis nicht brechen, um... Murray! Angelina ist seit gestern verschwunden. Niemand im Dorf hat sie gesehen. Vielleicht ist sie entführt worden. Haben Sie schon mal daran gedacht? Vielleicht macht sie eine Tagesreise und will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Haben Sie daran schon mal gedacht? Ich muss auf jeden Fall auf den Ruf dieses Hotels achten. Ich werde Ihnen den Brief nicht geben. Aber... Ach, er packt den da rein. Okay, dann müssen wir den jetzt wieder irgendwie loswerden. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Sir? Danke. Sie haben schon genug getan. Das war's mit meiner Nachtruhe. Ich muss unbedingt diesen Brief haben. Er bringt mich weiter. Ich spüre es. Wie? Aber wer musste schon... Wenn man Wachen nicht ablenken kann, dann schickt man sie am besten schlafen. Oh ja. Aber wie? In meinem Zimmer ist nichts, was mir bei der... Ach, der Faden ist weg. Hier war jemand im Zimmer. Soll ich mich vor den Fernseher setzen und warten, bis ich eine geisterhafte Botschaft von Angelina... Okay, jetzt kommt hier nochmal alles. Im Badezimmer werde ich wohl nichts Interessantes finden. Der Raum ist sehr klein und es sieht nicht aus, als hätte Angelina... Auf einmal kann man wieder alles drücken. Auch wenn ich nochmal hineinsehe. Okay, ich muss... Was? Wie mache ich das am besten? Eine Menge guter Bücher. Da ist Mary... Ich habe meinen Zimmerschlüssel. Tasse Tee, da ist Mary sie. Genießt seine Tasse Tee am Abend. Er scheint ihm zu schmecken. Er nippt immer wieder dran. Mhm. Wirklich immer wieder. Ich glaube, ich muss draußen irgendwas machen, um ihn da wegzulocken. Die Musik war ja jetzt komisch. Okay, hier kann ich nichts drücken, kann ich nichts tun. Da hängen drei Flaggen. England, Großbritannien und die Europäische Union. Letztere wurde bestimmt nur wegen der Touristen aufgehängt. Hm.
Ja, das sieht er ja. Was könnte ich sonst noch tun? Ach, so einfach? Schöne Träume. Oh. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ich bin müde und werde jetzt ins Bett gehen. Sehr wohl. Du wirst auch gleich schlafen gehen. Ich gebe ihm ein paar Minuten. Och, der arme Murray. Vollkommen weg. Ausgezeichnet. Er schläft tief und fest. Murray schläft. Jetzt komme ich an die Fächer heran. Aber ohne Schlüssel oder Einbruchswerkzeug oder etwas in der Art bekomme ich das Fach mit Angelinas Brief nicht auf. Und Murrays Taschen will ich lieber nicht nach dem Schlüssel durchsuchen. Das würde er merken und mich glatt der Polizei übergeben. Ja, toll. Und nun? Ich habe ein Messer. Ich weiß nicht, was wir jetzt... Oh, super. Wer im Ort könnte etwas mit... Ach, alles klar. Tom. Guten Abend. Hm? Mal angenommen, ich müsste einen abgeschlossenen Schrank öffnen. Könnten Sie mir dabei helfen? Ich? Wie kommst du denn darauf? Bobby meinte etwas in der Richtung. Das fette Schwein sollte lieber seine Klappe halten. Was ist nun? Können Sie mir helfen? Ruf einen Schlüsseldienst an. Von mir bekommst du was zu trinken. Sonst nichts. Lassen Sie uns ein Bier trinken, Tom. Wenn Sie beide bezahlen. Auch mein Bier kostet etwas im Einkauf, wissen Sie? Klar, versteht sich von selbst. Gute Brüderschaft trinken und so kommt man sich ein bisschen näher, dementsprechend, also ein bisschen, man wird sich ein bisschen sympathischer und das dann... Das ist. Warum trinken Sie nicht? Ich bin nicht so schnell. Amerikaner können nichts mit anständigem Bier anfangen, was? Tom, du wolltest doch heute nichts trinken. Halt die Fresse, Spacko! Der Arme. Na, bei so einem Bruder. Bobby, tut mir voll leid. Sie sollen ja äußerst geschickt sein, habe ich gehört. Da ist schon was dran. Mein Dad hatte eine Werkstatt, hab ihm früher viel geholfen. Ich konnte schon als 10-Jähriger Mopeds frisieren. Ich habe 2 linke Hände. Ich kann nicht mal ein einfaches Schloss knacken. Netter Versuch. Aber so betrunken bin ich nicht. Und ich bin kein Schwachkopf! Wie der da drüben! Warum gönnen Sie sich nicht noch ein Bier? Geht auf mich! Das lasse ich mir nicht 2-mal sagen. Bitte nicht! Ach, der Bobby, ey, ich würde den sofort adoptieren, ey. Das tut mir so leid. Oh. Nun sagen Sie schon, Tom, nur mal ganz theoretisch. Wie könnte ich ein Schloss in einem alten Sicherheitsschrank knacken? Die sind nicht so einfach zu knacken. Da braucht man schon das richtige Werkzeug. Und das wäre? Einbrecherwerkzeug. Aha. Und das könnte ich, nur ganz theoretisch, von Ihnen bekommen? Glaubst du, ich bin ein Einbrecher? Ich glaube... Sie wollen die 50 Dollar, die ich Ihnen dafür gebe. Verpiss dich, du Lusche! Geh doch zu deinem Kumpel Bobby! Dann seid ihr schon zu zweit. Ist schon fast eine Luschenparty. 70 Dollar? Ich will 200 Dollar. So viel habe ich nicht. Versager. Dann bekommst du mein Werkzeug nicht. Ihr seid doch alles Versager! Nutzt mich nur aus! Ich wette, Sie können nicht 3 Biere hintereinander auf Ex trinken. Wenn Sie es bezahlen, beweise ich es Ihnen. Also los. Oh, auf Ex, ey.
Der fällt doch gleich um. Da! Ich habe aber nur irgendwie eine Flasche gesehen. Dass es kein Problem für Sie sein würde. Ich habe nur eine Flasche gesehen. Was denn jetzt? Hallo, du musst noch wach bleiben. Wir müssen noch ein Geschäft machen. Sind Sie ein Einbrecher, Tom? So ein Blödsinn. Alles Lüge. Anständige Leute stehlen nicht. Eben. Dann brauchen Sie doch auch kein Einbrecherwerkzeug, oder Tom? Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie weg. Und nehmen Sie den da gleich mit. Ich werde erst gehen, wenn Sie mir das Werkzeug gegeben haben. Hier, $50. Und ich bringe es Ihnen zurück. Es ist alles nicht meine Schuld, wissen Sie? Es ist Bobby. Wenn er nicht wäre, würde es besser laufen. Alle haben Sie mich allein gelassen. Nur das Tier haben Sie mir gelassen. Wie soll ein anständiger Mensch da vorankommen? Mit so einem Klotz am Bein. Das Werkzeug, Tom. Nicht meine Schuld. Ja, gib hin. Ich bring ihn nach Hause. Tut mir sehr leid, Bobby. Schon okay, Darren. Bobby mag uns, deswegen ist das okay. Vor allem, er tut so erst, Bobby wäre Klotz am Bein, Bobby wäre ein Idioten. Ich fühle mich wie das größte Arschloch auf Erden. Ein Versager und alles drum und dran, dabei ist Tom der Versager, ey. So, Schließfächer auf. Den kann man leider auch keinen Streich. Ich muss den Draht so biegen, dass die einzelnen Sperrstifte in einer Linie angeordnet werden. Danach sollte das Schloss offen sein. Oh, wir haben wieder ein Minispiel. Yay, schön. Ja. Ach so. Den muss ich ein bisschen runterbiegen. Ach, passt nicht ganz. Muss ich noch ein bisschen mehr? Ach ja. Ach ja. Jawohl. Ich nicht? Was war das denn? Hä? Ach da, da muss ich noch ein Stückchen runter. Jetzt müsste aber. Da. Das geht doch. Jetzt aber. Jetzt reicht's. Das war's. Das Schloss ist offen. Sorry, aber das hat ja viel zu lange gedauert. Da ist er. Ein Brief adressiert an Angelina Morgan.
Wehe, du bist die Mühe nicht wert. Ein verschlossener Brief. Angelinas Name steht drauf. Er wurde gestern aufgegeben. Hier in der Gegend. Ich sollte ihn lesen, das könnte mich voranbringen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Mein Name ist Angelina Morgan und ich versuche Informationen über das Schloss Black Mirror, die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu sammeln. Ich fühle mich bedroht und verfolgt von einem Mann namens Reginald Boris. Bitte kontaktieren Sie die Polizei und Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA für weitere Informationen. Ich habe unter meinem Zimmer Kratzgeräusche gehört. Ich habe Angst. Ich habe eine Luke im Boden entdeckt und konnte den Code entschlüsseln. Die Lösung kannten zwei Geschichten erzählende Brüder aus Deutschland. KHM 62 17 1 25. Ich werde diesen Brief einwerfen und Murray um ein anderes Zimmer bitten. Darren, falls du diesen Brief liest, ich habe mich bemüht. Ich wollte mich hiermit für deine Hilfe bedanken. Ich liebe dich. Was? Oh mein Gott. Sie, ihr darf einfach nichts passiert sein. Geräusche unter ihrem Zimmer. Reginald Boris, der ums Hotel schleicht. Zwei Geschichten erzählende Brüder. Die Gebrüder Grimm. Deutschland. Wie war das noch? Zwei Geschichten erzählende Brüder aus Deutschland? Und hier steht ein Buch. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Das muss es sein. Im Inhaltsverzeichnis stehen 15 ausgewählte Märchen. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. KHM 12, Rapunzel. Ja, und so weiter. Bis KHM 187. Genau das steht doch auch in Angelinas Brief. KHM und dann einige Nummern. Ich nehme das Inhaltsverzeichnis mit. Schade ums Buch. Aber in den nächsten 100 Jahren hätte es wohl ohnehin niemand gelesen. Das ist das Inhaltsverzeichnis aus dem Buch Die Märchen der Gebrüder Grimm. Insgesamt 15 Märchen sind nummeriert aufgelistet. Ich kenne nur ein paar davon. Ah, was kenne ich denn alles? Der Froschkönig, klar, und der eiserne Heinrich, ja. Rapunzel, ja. Die weiße Schlange, ja. Die sieben Raben, nein. Rotkäppchen, ja. Die Bremer Stadtmusikanten, ja. König Drosselbart, ja. Rumpelstilzchen, ja. Die Bienenkönigin, nein. Hans im Glück, ganz ehrlich, kenne ich wirklich nicht. Die Goldkinder, nein. Vom klugen Schneiderlein, kenne ich auch nicht. Die Sterntaler, nein. Der Zaunkönig, nein. Der Hase und der Igel, das kenne ich auch. Okay, Angelina hat den Brief an sich selber geschickt. Das war ihre Versicherung. Sie wusste, wenn ihr etwas geschehen sollte, würde dieser Brief auffallen. Und wenn nichts geschehen wäre, hätte sie den Brief heute einfach in den Müll geworfen. Wäre es doch nur so gewesen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schief. 62. Mein Name ist Angelina Morgan. 17.125. Ich muss hier erstmal aufschreiben. Geheimbund zu sammeln. Ich fühle mich bedroht und verfolgt von einem Mann namens Reginald Boris. Bitte kontaktieren Sie die Polizei und Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA für weitere Informationen. Dann wollen wir mal. Jetzt sag nicht, ich hätte das gar nicht aufschreiben brauchen. Doch, okay, oh boah, was? Wie soll ich das denn machen? Oh mein Gott, was, hä? Die Dinger kann ich auch, oh nee, okay. Ich kann das kaum erkennen, was da drauf ist. Okay, wir haben Nummern, wir haben die 62, wir haben die 25, wir haben die 1, wir haben die 17. Genau. Okay, die 62 ist... Jetzt muss ich erstmal wieder zurück. Scheiße, was ist denn jetzt die 62? Ah, oh, toll, jetzt muss ich wieder zurück. Das war es noch nicht. Ja, ich muss erstmal aufschreiben, was hier was ist. Das ist das Inhaltsfach. So, die 62 ist... 62 ist Bienenkönigin.
Dann machen wir mal ein B hin. Biene. Die 17 ist Schlange. Die 1 ist Frosch. Und die 25 ist der Rabe. Okay, alles Tiere. Dann wollen wir mal. Okay, 25, 20, okay. Die 62 ist die Biene. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie die Biene aussieht. Da. So, die 17 ist da. Das ist die Schlange. Ich kann es echt kaum erkennen, ne? Ohne Scheiß. Ach, da war sie. Schlange. 25 ist der Rabe. Und das ist dann der Frosch. Das ist es. Ich habe ein leises Klicken gehört. Na, dann mal rein. Boah, ein widerlicher Gestank. Das dürfte die Kanalisation sein. Oder ein Loch, das als Kanalisation missbraucht wird. Wir müssen da trotzdem rein, Darren. Was macht er denn da? Es ist stockdunkel. Ich kann nicht erkennen, wie tief es ist. Aber ich glaube, ich muss da runter. Irgendwo dort könnte Angelina gefangen gehalten werden. Ich weiß es. Warum geht er da nicht darunter? Ich brauche Licht. Ohne Licht ist die Chance, dass ich mich verletze und selber gerettet werden muss, höher als die Chance, dass ich Angelina finde und rette. Draußen hier diese Plastikdinger, die der Mary verkauft. Die leuchten doch, wenn man Batterien reinmacht. Das gibt's doch nicht. Der schläft tief und fest. Hey, Mann! Aufwachen! Wie? Was? Na, das wurde auch mal Zeit. Was? Was kann ich für Sie tun? Wir wollen ein anderes Zimmer. Es stinkt im gesamten Flur nach Gülle. Ich, selbstverständlich. Das ist mir unerklärlich. Momentan wüsste ich nichts, was ich Mary... Aha. Leuchtet in drei verschiedenen Farben. Oh Mann. Ich hasse mich schon jetzt dafür, aber ich brauche Licht und ich brauche es jetzt. Eine ausgezeichnete Wahl, Sir. Zeugt von Ihrem guten Geschmack. Halten Sie einfach die Klappe. Ich wollte gerade sagen, Spaß dir. Batterien rein. Die Batterien passen und ich hab Licht. Ab in den Untergrund. Das sieht lustig aus. Es ist wirklich die Kanalisation. Allerdings garantiert nicht aus den letzten 100 Jahren. Ich kann Wasser erkennen. Und da sind Stufen in der Wand. Ach, jetzt endlich geht er runter. Oh, Schitte. Oh Mann, kein einladender Ort. Definitiv nicht. Okay, Leute, ich sage aber tschüss, bis zum nächsten Mal.